Der österreichische Botschafter in Berlin, Dr. Ralf Scheide, besuchte Freiburg und Bad Krozingen. Er drückt die Verbundenheit aus, die Österreich mit seinen früher vorderösterreichischen Regionen hat. Das ist natürlich kein Besitzanspruch, sondern eigentlich eine mehr familiäre Sache, dass wir von Kultur und Menschen doch noch enge Beziehungen pflegen. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer empfing den Botschafter im Basler Hof in Freiburg. Das eindrucksvolle Freiburger Münster stellte Weihbischof Dr. Uhl vor. Das Münster hat mit Österreich sehr viel zu tun. Die Stadt Freiburg und die damalige Pfarrkirche von Freiburg kam unter die Herrschaft im Jahr 1350 zu Habsburg. Und dadurch gibt es noch sehr viele Verbindungen zwischen Freiburg, Vorderösterreich und dem Stammland. Freiburg war bereits damals ein wichtiges geistiges und kulturelles Zentrum. Der Besuch des Botschafters Scheide ist Ausdruck eines Zusammengehörigkeitsgefühls über die Landesgrenzen hinweg. Hier gibt es gemeinsame Interessen in der Wirtschaft, im Tourismus, in der Pflege der Natur, der Alpenraum und auch der Bodenseeraum. Da gibt es so vieles, was man gemeinsam tun kann und soll. Noch heute erinnert ein gemeinsames Projekt des Elsass, Schweizer Städten und Einrichtungen sowie deutschen Orten und Gemeinden an das Haus Habsburg. Unsere elsässischen Freunde bereiten gerade ein Projekt, das sich die Habsburger Straße nennt, vor. Wir sind diesem Verein beigetreten mit Eschbach gemeinsam und möchten da mitwirken mit dem Elsass zusammen. Bei seinem Besuch in Freiburg lernte der österreichische Botschafter in Berlin auch das Museum für Stadtgeschichte Freiburg und das Uniseum der Albert-Ludwigs-Universität kennen. Ich freue mich, dass es hier so viele Gemeinsamkeiten aus der Vergangenheit gibt, in denen wir in dem heutigen zusammenwachsenden Europa gut anknüpfen können, um das Gemeinsame weiter zu pflegen und auszubauen. Zum guten Schluss reiste Scheide weiter, um auch Bad Krozingen zu besuchen.